Für Millionen seiner Anhänger geht ein Traum in Erfüllung. Donald Trump kehrt ins Weiße Haus zurück. Und der weiß auch schon, was er dort vorhat. Wir werden unserem Land dabei helfen, zu heilen. Denn unser Land braucht Hilfe. Es braucht sie sehr dringend. Wir werden unser Grenzproblem lösen. Wir werden einfach alles in unserem Land reparieren. Was das konkret bedeuten könnte, steht detailliert auf mehr als 900 Seiten in einem Konzept namens Projekt 2025, das die ultrakonservative Denkfabrik Heritage Foundation vergangenes Jahr veröffentlicht hat. Trump hat sich davon zwar distanziert. Projekt 2025, ich habe es nie gelesen. Ich will es auch nicht lesen, damit ich ehrlich mit euch sein kann. Ich will es nicht lesen. Doch viele der Forderungen dort ähneln Trumps eigener Agenda. So soll die US-Regierung so umgebaut werden, dass das Weiße Haus alle Behörden und Ministerien im Griff hat. Dazu sollen auch tausende Regierungsangestellte ausgetauscht werden, die Widerstand leisten könnten. Unter anderem soll die Bundespolizei FBI, die mehrfach gegen Trump ermittelt hat, grundlegend reformiert werden. Der Milliardär Elon Musk soll dafür sorgen, dass die US-Behörden schlanker und effizienter werden. Ziel ist bei allem Trumps Wahlkampfslogan Make America Great Again, machen wir Amerika wieder groß. Ich bin nicht nur mager, ich bin dunkles Mager. Die Einwanderungspolitik soll künftig jede illegale Migration unmöglich machen. Wir müssen unsere Grenzen dicht machen. Bestimmte Leute müssen aber noch in unser Land kommen können. Solche, von denen wir wollen, dass sie wieder reinkommen. Sie sollen kommen. Sie müssen das aber auf legale Weise tun. Die Wirtschaftspolitik orientiert sich eher an klassisch konservativen Werten. Wir werden die Schulden abbauen und die Steuern senken. Wir werden Dinge tun, die sonst niemand tun kann. Niemand kann das so machen wie wir. Viele Amerikaner befürchten aber auch, dass Trump vor allem darauf aus ist, sich an denen zu rächen, die ihn, wie er meint, fälschlicherweise verfolgt haben. Etwa wegen einer seiner Lügen, der Verbreitung von Verschwörungstheorien, wegen sexueller Übergriffe, Betrugs- oder Steuerhinterziehung. Sie befürchten, dass Trump die USA nicht heilen, sondern noch tiefer spalten wird. Ja, wie geht es politisch weiter nach der Wiederwahl von Donald Trump? Darüber sprechen wir jetzt mit einem Republikaner in Deutschland, nämlich mit Ralf Freund, Vizepräsident der Republicans Abroad Germany. Herr Freund, wie glücklich sind Sie denn über diesen neuen Wahlsieg von Donald Trump? Fängt jetzt das von ihm versprochene goldene Zeitalter an? Also ich bin erstmal glücklich für den Wahlsieg der Republikanischen Partei, für die wir hier sprechen als Republicans Abroad Germany. Wir dürfen laut Satzung auch gar keine Politiker irgendwie im Vordergrund heben. Natürlich reden wir darüber, aber streng genommen dürfen wir nur laut Statuten nur die Ziele und die Inhalte der Republikanischen Partei nach außen tragen. Darüber sind wir sehr glücklich im Senat, auch im Repräsentantenhaus. Und dass Donald Trump gewonnen hat, die Wahl. Aber ich hätte mir durchaus gewünscht, und wir alle hier im Vorstand, der Wahlkampf wäre einfach im Tonfall ein anderer, eine Oktav tiefer, einfach mehr politischer, sachlicher und weniger emotional. Wir hoffen trotzdem alle sehr, dass jetzt in Zukunft die Sachpolitik im Vordergrund steht. Ihre Vereinigung, Sie sagten es ja schon, Republicans Abroad, steht eher für das klassische, gemäßigtere Lager der Republikaner. Die Trumpisten sind, was die Auslandsorganisationen anbelangt, bei den Republicans Overseas zu finden. Werden denn Menschen wie Sie, also gemäßigte Republikaner, jetzt, die nicht so jede Idee von Donald Trump gut finden, werden die überhaupt dann noch durchdringen in der Partei? Also da müssen Sie trennen zwischen Deutschland und den USA. In Deutschland natürlich haben wir Amerikaner, die hier wohnen, die hier arbeiten, die haben einen anderen Blick. Die sind bei Banken, die sind bei Logistikunternehmen, bei Fluggesellschaften. Die profitieren vom Handel, die profitieren vom gegenseitigen Austausch, die profitieren von der Sicherheitspolitik. Die haben einen anderen Blick und die sind mehrheitlich sind die Traditionalisten. Ganz anders schaut es in den USA aus.
Dort ja, ist die Partei fest in der Hand der Trumpisten. Da haben Traditionalisten wenig Einfluss. Die letzten sind jetzt auch gegangen, wie Mitt Romney beispielsweise, die nicht mehr kandidiert hat, der Senator aus Utah, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und andere. Also das wird jetzt erstmal eine andere Epoche werden. Und wir haben ja schon viel gehört, was alles auf der Agenda ist. Man muss jetzt mal genau hinschauen, ob dann das alles, was dann so heiß gekocht wurde, auch dann so warm heiß gegessen wird. Hört sich jetzt so ein bisschen schon so an, als wären so die letzten Mohikaner schon von Bord gegangen aus ihrer Sicht und nur noch die Trumpisten dominieren die Partei, was ja auch zumindest von der zahlenmäßigen Ordnung so ist. Erwarten Sie, dass sich eventuell irgendwann vielleicht die Republikaner aufspalten und dass irgendwie eine andere republikanische ausgerichtete Partei noch gibt? Das halte ich für wenig wahrscheinlich. Einmal aus dem Grund des Mehrheitswahlrechts gibt solchen Bestrebungen eigentlich gar keinen Raum. Das Zweite ist, dazu sind diese Personen viel zu wenige, auch finanziell nicht ausgestattet. Man muss das jetzt erstmal geschehen lassen, glaube ich, um dann zu beurteilen, war es eine Zeit, die Amerika nach vorne gebracht hat oder eben nicht. Trump hatte ja die Wahl gewonnen in 16, die Zwischenwahl in 18 verloren, die Wiederwahl in 20 verloren. Selbst die Zwischenwahl in 22 war nur ein hauchdünner Sieg, der ja dann langsam abgeschmolzen ist im Repräsentantenhaus. Und jetzt kommt die große Wiederwahl von ihm, die jetzt ganz streng genommen keine war. Er hatte 2 Millionen Stimmen weniger bekommen als vor 4 Jahren. Aber ich glaube, es war eine Niederlage für Harris, die auf den falschen Themen gesetzt hat. Und sie hat 14 Millionen Stimmen weniger bekommen. Also insoweit, glaube ich, hat Trump sein Niveau halten können. Und jetzt ist er in Power, wie es so schön heißt. Und jetzt werden wir sehen, die ersten 100 Tage, er wird ein paar sogenannte Quick Wins machen, ein paar schnelle Siege, ein paar schnelle Entscheidungen treffen, die wenig kosten, viel Wirkung haben und damit er auch nach außen zeigen kann, dass er Wort gehalten hat. Das wollte ich Sie gerade fragen. Welche Quick Wins erwarten Sie denn da als erstes? Naja, innenpolitisch natürlich die Südgrenze. Also dort werden wahrscheinlich dann National Guard aufmarschieren, also sogenanntes Nationalmilitär, National Guard. Dann wird es dort auch möglicherweise die ersten Baumaßnahmen plakativ geben. Dann wird es dort auch im Inland dann Personen, die keine Ausweise und Papiere bei sich haben, sollen dann zusammengeführt werden. Da denken wir Deutsche an ganz andere, dunklere Zeiten. Da muss man sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Das wird er machen und natürlich wird er dann auch außenpolitisch loslegen. Normalerweise ist es ja so, dass ein Präsident-elect, der jetzt gewählt ist, aber noch nicht im Amt ist, sich sehr zurückhält mit irgendwelchen Entscheidungen, aber Trump und auch Verlautbarungen. Trump hat aber jetzt schon mit über 70 Staatschefs und Regierungschefs gesprochen am Telefon und bei dem einen oder anderen schon gleich seine Agenda wohl durchklingen lassen, was man so hört. Des Weiteren, der Präsident, der normalerweise noch im Amt ist, hält sich auch sehr zurück. Aber was man jetzt hört von Joe Biden, gibt er noch die letzten Militärhilfen für die Ukraine raus, solange man das noch machen kann. Also das ist ein bisschen atypisch. Das zeigt auch so ein bisschen das Lagerdenken. Der eine macht noch rasch, was er für richtig hält. Der andere fängt schon an, was er für richtig hält. Aber da wird es außenpolitisch dort ein paar Signale geben. Innenpolitisch habe ich davon gesprochen. Und dann die anderen Programme kosten viel Geld und müssen erst dann vom Senat und vom Repräsentantenhaus angeschoben werden. Das dauert dann, hat einen gewissen administrativen Vorlauf. Also das wird noch auf sich warten lassen. Aber die anderen Sachen, die sind medial sehr wirksam und die kann er schnell umsetzen. Bleiben wir nochmal bei der Innenpolitik. Stichwort Grenzschließung und Begrenzung der Migration. Da wurde Trump ja bei der Wahl auch überraschend von vielen aus der Wählergruppe der sogenannten Hispanics gewählt. Also Menschen, deren Vorfahren selbst aus Mittel- oder Südamerika eingewandert waren. Warum unterstützen die ausgerechnet nun Trumps Position, die Grenzen gegenüber illegalen Einwanderern dicht zu machen? Also so kohärent ist diese Gruppe überhaupt nicht. Man muss die aufteilen, die Latinos. Einmal Latinos aus Mittel- und Südamerika und Latinos aus dem karibischen Raum, Kuba, aber auch Puerto Rico und auch Haiti. Die sind, die letztgenannte Gruppe, sind Antikommunisten, Diktatoren, Verächter. Die sind ultrakonservativ, möchten am liebsten Castro und das ist sein Nachfolger natürlich gestürzt sehen. Die sind in Florida und deswegen hat Trump dort auch eine unglaubliche Popularität. Ein bisschen anders ist, dass die Stimmung dort, wie Sie beschrieben haben, bei den Latinos aus Mittel- und Südamerika, da hat er keine Mehrheit, da haben die Demokraten die Mehrheit, aber die ist deutlich geringer gewesen. Warum?
Diese Gruppe ist soziologisch, setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Teilweise aus sehr christlichen Menschen, sehr katholischen Menschen, die eher konservativ wählen. Aber aus Menschen auch, die sagen, Moment mal, das ist ganz gegen unsere Interessen gewandte Politik, die mehr demokratisch wählen, US-demokratisch wählen. Und er konnte von diesen Gruppen viele abgreifen, weil die gesagt haben, naja, ich bin gekommen, habe hier hart gearbeitet, warum sollen andere kommen und hier, um die Worte von Trump zu benutzen, diesen Schmarotzer. Und wenn man diesen Leuten dann zuhört, dann folgen sie diesem Narrativ von Trump. Und er hat es eben geschafft, durch mannigfache Wiederholungen, selbst bei dieser Gruppe, die es besser wissen müsste, diese Gedankengut zu verbreiten. Und deswegen haben sie ihn gewählt. Also er beschützt die ehemaligen Einwanderer von den neuen Einwanderern. Also so weit ist die Situation mittlerweile gekommen. Mhm. Eine andere wichtige Wählergruppe von Trump waren ja auch Menschen ohne Universitätsabschluss oder Collegeabschluss oder auch Menschen in den ehemaligen Industrieregionen wie dem Rust Belt, wo die Arbeitslosigkeit eben nach dem Weggang der Industrie nach wie vor hoch ist. Wie kann Trump denen helfen, außer mit höheren Zöllen auf Stahl, mal abgesehen davon, dass eben die Stahlindustrie eigentlich ja auch schon weitestgehend abgewandert ist im Vergleich zu früheren Zahlen? Das bleibt eben die Frage, weil auch im letzten Term von Donald Trump 2016 hat er das genauso gemacht und es hat nicht zu mehr Wohlstand und zu mehr Einkommen und höheren Reallöhnen geführt, sondern ganz das Gegenteil. Man ist in Lethargie eigentlich oder Agonie, muss man fast schon sagen, versunken. Und es bleibt abzuwarten, wie er es diesmal machen will. Aber er hat diesen Leuten ein gewisses Selbstwertgefühl gegeben. Er hat diese Leute, man sagt so schön, an den politischen Tisch geholt. Die waren früher, wurden die liegen gelassen von beiden Parteien. Das war ja auch dann das große Versagen von Hillary Clinton, dass sie darauf im Wahlkampf nicht eingegangen ist. Und diese Leute sitzen nun am Tisch. Sie haben eine gewisse Politikferne. Sie haben eine gewisse einfache Sicht der Dinge. Und Sie sagten es ja auch eingangs, eine niedrige Bildung. Und diese Personengruppe weiß, niedriger Bildung, in Arbeiter hat dann, wenn man Statistiken glauben darf, bis zu 83% haben dann Donald Trump gewählt. Also man sieht, was für eine Mobilisierung er dort erreicht hat. Und diese Personen werden nochmal genau schauen müssen, ob sie damit weiterkommen mit dieser Politik oder ob nicht eher die Wachstumspolitik, die ja auch ein Teil der Trumpschen Agenda ist, nicht dann doch vielleicht die bessere ist und damit vielleicht Industrien wachsen und die Leute dort abholt, wo sie zurzeit nicht arbeiten. Sie beobachten ja auch, was die Demokraten so machen. Warum konnten denn die das sogenannte Proletariat, das von Trump auch so genannt wird, nicht ansprechen? Wäre das nicht eigentlich eine klassische Zielgruppe für demokratische Wahlkampfthemen? Also dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Man denkt in Deutschland immer, die Republikaner, das wäre so die Partei der Rechten und der Superreichen und so mehr so die Mitte und sagen wir mal so, dass die einfachen Leute wählen die Democrats. Das ist aber falsch. Der Blue-Collar-Worker hat eigentlich schon größtenteils immer republikanisch gewählt. Dieses soziologische Bild des Wählers der beiden Parteien ist hier in Deutschland eigentlich nicht gut dargestellt. In der Tat ist ein großer Versagen der Demokratischen Partei gewesen in der letzten Kampagne, dass man eben auf Themen gesetzt hat wie Rettung der Demokratie, Abtreibungsrechte, Frauenrechte, gegenseitiger Respekt. Das ist alles richtig. Man hat mit dem Respektswahlkampf, hat ja auch die SPD beispielsweise hier in Deutschland den letzten Bundestagswahlkampf gewonnen. Aber das waren Themen, die haben nicht gezogen, sondern es ging einfach Demokratie hin oder her, falsches Sozialverhalten von Präsident Trump hin oder her. Aber viel entscheidender war ja gewesen, die eigene Brieftasche und kann ich noch überhaupt meine Miete bezahlen, kann ich noch meinen Tank füllen. Und das hat man sträflich vernachlässigt. Man hat geglaubt, den einfachen Mann, den Arbeiter, den kleinen Angestellten, den kleinen Selbstständigen, von denen es ja Millionen in den USA gibt, auch teilweise Scheinselbstständige, eine große Anzahl, die lässt man links, die werden ohnehin US-demokratisch wählen, die hat man nicht angesprochen. Und die Verluste von Kamala Harris war bei dieser Personengruppe am allergrößten verglichen mit der Wahl von Joe Biden vor 4 Jahren. Also Sie sagen, die Demokraten haben fälschlicherweise zu sehr auf ideelle Themen gesetzt, wie zum Beispiel, was Sie auch schon angesprochen haben, gerade das Abtreibungsrecht, wo es Donald Trump ja bisher so hält, dass die Ausgestaltung dieses Rechts den einzelnen Bundesstaaten überlassen ist. Viele fürchten jetzt aber auch noch eine Verschärfung, Sie auch?
Das tue ich jetzt nicht. Also diese föderale Sichtweise des Abtreibungsrechts hat sich ja auch in Europa bewährt. Also wir haben ja in Europa von ganz strengen Abtreibungsregeln, wie beispielsweise Polen, die jetzt ein bisschen gelockert werden, über die Großzahl an Anzahl der Länder mit 12 Wochen darf man dann abtreiben bis zum 12. Woche. Das geht dann weiter bis zum bis Holland 20. Woche, dem katholischen Portugal 21. Woche und England sogar die 22. Woche. Und der Ethikrat in Deutschland hat ja gesagt, also über die 12. Woche hinaus ist ethisch nicht vertretbar. Und so ein bisschen ist es auch in den USA, da konnte man pauschaliert bis vor kurzem, bis zur 22. Woche, was selbst ich für überzogen halte. Ich glaube, die deutsche Regelung mit 12 Wochen ist ein sehr gesundes Maß. Und das ist jetzt in den USA, ist das jetzt föderal geregelt, sprich auf Bundesstaatenebene. Da gibt es halt Bundesstaaten, die es vollkommen verbieten und Bundesstaaten, die es bei 22 Wochen belassen. Und dann halt eben auch viele dazwischen. Also das halte ich jetzt nicht für ein ganz großes Kernthema. Es hat bewegt, ja, aber die Ökonomie, das war das Ausschlaggebende und hat alles überlagert. Und das war der große strategische Fehler. Bernie Sanders beispielsweise, aber auch andere reputierte US-demokratische Politiker haben dann auch 2 Tage später jetzt in Folge der Stimmenauszählung dort die Wahlkampfführung komplett kritisiert, dass man eben auf diese ökonomischen Themen nicht gesetzt hat, sondern man hat sich eben in Anstandsthemen, ideellen Themen und Persönlichkeitsthemen verloren. Und das langt eben nicht, da war zu wenig Substanz im Parteiprogramm vorhanden. Lassen Sie uns trotzdem noch mal kurz dabei bleiben, da, wo Sie sagen, gesundes Maß. Da gab es ja auch diesen Fall, jetzt erst im September, einer 28-Jährigen in Georgia, die einen Schwangerschaftsabbruch in einem anderen Bundesstaat hatte vornehmen lassen. Und das ist dann nicht ganz geglückt. Sie selber wohnte aber nun leider in Georgia und ging mit ihren Komplikationen dort ins Krankenhaus, wo ihr dann erst nach ungefähr knapp einem Tag, 17 Stunden waren es, glaube ich, geholfen wurde oder versucht wurde zu helfen. Zu spät, wie sich herausstellte, denn die Frau ist dann infolge einer Sepsis gestorben und hat einen 6-jährigen Sohn hinterlassen, weil man sich nicht sicher war, weil die Ärzte sich offensichtlich wohl nicht sicher waren, ob dieses Abtreibungsrecht dann nicht dazu führt, dass die Ärzte eine Straftat begehen, wenn sie jetzt dieser Frau helfen. Wie bewerten Sie das? Ist das dann nicht doch zu streng ausgelegt und sollte man den Frauen nicht irgendwie mehr individuelle Freiheit lassen, wann und wie sie abtreiben, wenn sie das müssen? Also der Fall beruht ja nicht darauf, dass es dort verschiedene Fristen gab der Abtreibung, sondern beruhte darauf, dass es eine Rechtsunsicherheit gab, ob die Ärzte jetzt eingreifen dürfen oder nicht, ob der Fall in Georgia gelagert ist oder eben in dem anderen Bundesstaat. Das ist natürlich eine Rechtsunsicherheit und die muss juristisch geklärt werden. Das ist ein tragischer Fall. Aber grundsätzlich ist ja eine Verschiebung der Frist erstmal unspektakulär. Sie können 22 Wochen machen, Sie können 12 Wochen machen, Sie können 4 Wochen machen. Fragt sich nur, so wie in Florida beispielsweise, was bringen 4 Wochen? Welche Frau weiß schon nach 4 Wochen, dass sie möglicherweise schwanger ist? Also genau. Das ist natürlich subjektiv. Deswegen müsste es eigentlich eine Regelung geben, die das den Frauen bis zu einem gewissen Grad ermöglicht. Aber nochmal, die 22. Woche halte ich, auch der Deutsche Ethikrat, für viel zu weit gezogen. Das sollte man enger ziehen. Das sollen aber, wie gesagt, dann Rechtsexperten entscheiden und möglicherweise Ärzte und nicht Politiker. Insoweit bin ich da sehr vorsichtig. Aber nochmal, das Thema Abtreibung in USA, das so pauschaliert, flächendeckend, ungefragt, 22 Wochen, halte auch ich für nicht richtig. Aber man braucht eine Rechtsabgrenzung, um beurteilen zu können, wem kann ich helfen, wem kann ich nicht helfen. Selbstverständlich soll dort das Wohl der Mutter und des Kindes da an erster Stelle stehen. Schauen wir nochmal auf die Außenpolitik. Gewählt wurde Trump ja auch deshalb, weil die Kriegsmüdigkeit gerade unter den US-Republikanern, insbesondere was den Krieg in der Ukraine angeht, offensichtlich zuzunehmen scheint. Das belegen auch Statistiken. Trump hat jetzt im Wahlkampf gesagt, er könne den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden. Sind das mehr als große Worte? Trauen Sie ihm das zu? Nein, das traue ich ihm nicht zu. Er hat ja sogar noch mehr gesagt. Er hat gesagt, er könnte es beenden, bevor er sein Amt antritt. Das waren ja seine Worte gewesen. Er hat ja auch gesagt bei Kim Jong-un, er würde ihn mit dem Rocketman reden und hat dann gesagt, ich liebe ihn. Also das ist natürlich Außenpolitik mit Zuckerbrot und Peitsche bei einem Diktator der übelsten Sorte. Hat zu nichts geführt. Danach, nachdem Trump weg war, hat der
Machthaber aus Nordkorea mehr Raketen ins Südchinesische Meer geschossen als je zuvor. Also da hat er seinen Ansprüchen Präsident Trump nicht genügen können. Auch hier kann man sich das schwer vorstellen. Aber da muss man ein bisschen beachten mit der Waffenlieferung. Es wird ja noch ausgezählt im Repräsentantenhaus. Und die Frage ist, ob da die Republikaner tatsächlich die Mehrheit haben. Und selbst wenn sie die Mehrheit haben, heißt das dann lange nicht numerisch, dass sie sie auch faktisch politisch haben. Wir haben ja erlebt, in der letzten Legislaturperiode gab es eine knappe Mehrheit und die hat ja mehrfach nicht gehalten. Also die Frage ist, gibt es da eine komfortable Mehrheit oder ist die nur hauchdünn? Denn wenn sie hauchdünn ist, dann ist die Budgetvorlage, ist nun mal Initiativrecht des Repräsentantenhauses und eben nicht des Senats. Und das Budgetrecht und das Initiativrecht zur Vorlage des Budgets kann dann nur erfolgen über das Repräsentantenhaus und nur das kann dort Ausgaben genehmigen. Und wenn da es stockt, dann wird man sich auf gewisse Absprachen verlassen müssen nach dem Motto, ich gebe dir was, was gibst du mir? Also da ist keineswegs im Augenblick die Sachlage so, dass dort keine Waffen geliefert werden würden. Da muss man nochmal jetzt absehen, wie groß die Mehrheit ist, wenn sie denn eine Mehrheit hat. Und dann kann man erst entscheiden. Also die Haushaltsfrage und die Finanzierungsfrage und damit auch die Außenpolitik im Bereich Waffenlieferung ist dort noch lange nicht entschieden. Über die Ukraine haben wir gesprochen, aber welche Rolle spielen denn der Rest Europas und insbesondere vielleicht auch Deutschland in Trumps Plänen für die kommenden 4 Jahre? Also sicherheitspolitisch natürlich ist er da sehr zögerlich, aber hat sich ja mit Rutte sehr gut vertragen. Schon noch vor der Vereidigung von ihm hat er gesagt, I like that guy, I love that guy und überschüttet ihn ja immer mit Lob und warmen Worten. Also da stimmt zumindest mal die Chemie. Das ist ja bei Trump, der ja eher auf persönlicher Ebene mit den Leuten spricht und weniger auf wertebasierten Ebenen, schon mal ganz wichtig. Das Zweite ist natürlich in puncto Handel. Was ist dort los? Also natürlich hat die USA da einen Punkt, dass sie sagen, je nach Rechenart sind die handelsgewichteten Zölle der EU in die USA so bei 3 bis 3,5, maximal 4%. Aber die Zölle der US-Waren in die EU rein so zwischen 4,5 und 4,5%. Und da hat man natürlich einen Punkt, dass man sagt, es gibt hier ein Gefälle und wir treten immer für Freihandel ein hier in Deutschland. Aber da, wo wir wettbewerbsstark sind, Anlagenbau, Maschinenbau, chemische Industrie, aber dort, wo wir eher wettbewerbsschwach sind, beispielsweise Agrarprodukte oder Energiemärkte oder auch Dienstleistungen in der Branche, in der ich unter anderem tätig bin, da ist man sehr restriktiv und verweist auf den EU-Agrarmarkt, EU-Energiemarkt und dass das alles da geregelt ist und da haben wir keine nationale Souveränität drüber. Und auch Dienstleistungen ist man da sehr zurückhaltend. Also da ist Deutschland, geht da nicht mit sehr gutem Beispiel voran. Und da hat natürlich Trump einen Punkt, dass er sagt, also pass auf, ihr müsst euch hier auf uns zubewegen, sonst fangen wir an mit Strafzöllen. Ich würde mir nur wünschen, dass diese Strafzölle erst dann kommen, wenn vielleicht mal Verhandlungsrunden stattgefunden haben, dass die nicht als benutzt werden und dann Voraussetzungen geschaffen werden, die dann erst zu Verhandlungen führen. Also dass man vielleicht dort sagt, wir sind Handels- und Sicherheitspartner, wir genießen erstmal das Recht, uns gegenseitig auszutauschen. Aber man darf auch nicht vergessen, das haben alle amerikanischen Präsidenten angemahnt, egal ob es Clinton, Obama, Bush Senior, Junior, sonst wer war, auch Trump. Und dann haben die Europäer allen voran, aber auch die Deutschen, Herr Kohl, Herr Schröder, Frau Merkel, das immer schön weggelächelt und hat gesagt, wir machen da was. Aber da kam nicht sehr viel zustande. Also da wird man dann auch liefern müssen, nicht nur im Bereich Sicherheit, dass wir dann mehr Beitrag leisten müssen, aber auch im Bereich Handel wird sich Deutschland und die EU auf die USA zubewegen müssen. Nach einer Unterbrechung durch Joe Biden hat jetzt Donald Trump sein großes Ziel erreicht und eine zweite Amtszeit für ihn selbst möglich gemacht durch das Votum der Wähler. Glauben Sie, dass er 2028 gern auch noch eine dritte Amtszeit absolvieren würde? Da bin ich mir ganz sicher, dass er das gerne würde. Aber ich glaube, er hat dann ein Alter erreicht, wo er dann gegen seine eigenen Aussagen verstößt. Das hat er zwar in der Vergangenheit schon mehrfach gemacht, aber ich glaube, dann werden einige Parteioberen sagen, jetzt bist du mal 82 oder knapp 83 Jahre alt. Jetzt hast du ja schon den ältesten amerikanischen Präsidenten gespielt. Also noch eine Amtszeit ist ein bisschen viel des Guten, zumal es die Verfassung nicht hergibt. Eine Zweidrittelmehrheit im Senat und im Kongress ist zurzeit nicht in Sichtweite.
die das zulassen würde. Ich glaube, das amerikanische Volk, auch unter den republikanischen Wählern, glaube, das wäre nicht mehrheitsfähig. Also ich glaube, ich kann mir viel vorstellen, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass nach dem 6. Januar Trump noch eine Chance hat, nochmal Präsident zu werden. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Ralf Reund von den Republicans Abroad Germany, vielen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Einschätzungen. Gern geschehen.